Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon mit unserem Roy Schneider. Hallo. Und ich habe gerade wegen was vorbereitet und er hat mal wieder sein Werkzeug im Table liegen lassen. Irgendwann haue ich ihn eine rein. Warum bist du denn so gemein? Immer willst du mich schlagen? Ja, Das hat da gar nichts drin zu mit suchen. Recht. So, was wollte ich jetzt bauen? Und zwar, ich glaube, das da, dann muss das da, glaube ich, dahin und die da müssen dahin. Und ich habe ein XP-Drain. Juhu. So, und was brauche ich jetzt noch? Und ich brauche zwei Eimer. Habe ich. Claim. Juhu, ich kriege einen Eimer. So, dann hätte ich gesagt, mach meinen Garten. Eisen brennen. Dum. Das? Geht doch gar nicht. Doch, geht. Jetzt werden mich nie mehr Monster angreifen. Ich habe keine Level mehr. Ich habe meine Level abgegeben. So, das da kann ich da reinschmeißen. Das da schmeiße ich da rein. So. Und die Quest habe ich mir schon gegeben, ne? Ja. Ey, was macht hier Tiny Piles drin? Mighty Smelting habe ich bekommen. Toll. Ey, überall liegt nur Rotz drin. Ja, dieses Ei nehme ich dann mal irgendwann mit in die Küche, wenn ich wieder rüberlaufe. So, wir haben die nächste Quest abgeschlossen. Gibt's hier noch eine Quest, die wohl interessant ist? Fallen from the Sky. Ein Skystone und Skystone Chest. Hatten du die schon abgebaut? Eisstone, musst du mal gucken. Ansonsten müssen wir. Skystone, ja, wir haben vier. Ich brauche 128. Okay, ich guck mal. Irgendwo habe ich Skystone. Irgendwo, ich glaube hier. Naja, da drüben. Skystone habe ich nicht. Wo bist du denn jetzt? Ich hol, ich bring dir das. Wie Ich habe viele? gerade die Minimap ausgeblendet. Frag mich ja nicht, wie. Weiß ich auch nicht. Ah, mit Steuerung J. Okay. Wie weit bist du denn von mir entfernt? Sehr weit. Ah, ich brauche ja nicht so lange zum Abbauen. Wie viel? 127 oder was? 128 und die Kiste. In die Kiste. In der Kiste drin ist, ansonsten halt mehr. Bau mal eine Kiste. In der Kiste sind wir drin. Ich schaue auch gerade, ob ich was habe, aber ich sehe nichts. Da ist das geisteskrank. Die Spitzhacke ist so geisteskrank. Das ist echt unglaublich. Ja, weißt du, wie Ich bin ja sonst mal immer gespannt, wann du aufhört. so einen geisteskranken Hammer dann hast. Ich versuche gerade rauszufinden, ob ich auch sowas habe, aber wie es aussieht, nicht. Und ich war ja auch schon einigermaßen hier Ja, was denn? rumlaufen. Ich habe doch schon 31. Ja, die sind aber sehr selten hier. So, okay. Was gibt's denn? Meistens hast du, wenn du irgendwie oberflächlich Gold oder so gefunden hast, dann da in der Nähe auch so ein. Okay. Da müsste ja eigentlich bei uns eine direkt um die Ecke sein. So, was haben wir denn noch für Quests, die wo man abschließen kann? Du weißt, dass wir die Liquid-Fueled Firebox sowieso bauen müssen. Die Liquid Fuel, ja, aber wir wollen ja keine Flüssigkeit, wir wollen ja Kohle. Wenn du verstehst.
weil so viel Flüssigkeit, Öl oder ähnliches haben wir ja noch nicht. Kohle haben wir mehr als genug, deswegen das Solid Fired Box. Toll. Soll noch mal eine Dolly bauen. Ich hab doch schon zwei. Ich hab doch schon mal Oh, eine gebaut. ja, habe ich. Ich muss die Kiste suchen. Ich muss noch die Kiste suchen. Railcraft Steam Power, den haben wir auch. Railcraft Steam Power. Ein Bronze Firebox Casing, zwei Bricks, ein Iron Furnace und irgendwas, was mir nicht angeht. Ah, okay. Ein Cauldron und vier Eisenplatten. Die Quest gibt's auch. Den Railcrafting. Ja. Kiste? Oh, mein Inventar ist voll. Gut, dass ich mal nachgeguckt habe. Beim LV haben wir eigentlich. Oh, wieso hast du die Ding gebaut? Hast du das Filing-Kabinett gebaut? Ja. Habe ich letzte Folge gemacht. Gott, dass du mir nichts gesagt hast. Kiste. Such die Kiste. Lootback Tier 2. Jetzt können wir langsam auf die Dreier sparen. Kiste? Oh, was haben wir denn hier? Bronze, LV Machine Casings. Ich hab doch schon. Genau, ich wollte mir doch was vorbereiten. Und zwar 8 davon. Habe ich keine Fackeln mehr, ne? Hier davon. So, Mich ein Loch nach außen schlagen. Auto. Ich weiß nicht, ob das Ding so einfach so funktioniert. Ich werde das jetzt mal probieren. Das heißt, ich brauche. Davon welche. Dann brauche ich 8 Stahlrods. Ich hoffe, dass der Rohrschneider die jetzt nicht geklaut hat. Nee, hat er nicht. Sein Glück. Dann brauche ich bestimmt einen Wrench. Diese Den blöde Kiste hat er hier. natürlich einstecken. Ja, den hat er. Ja, ich guck mir zu viel bei dir ab. Nee, weil ich mittlerweile mein Werkzeug wieder zurücklege. Ja, eben. Aber jetzt muss ja einer das Werkzeug auch mal in der Tasche behalten. Toll. Ich kann jetzt das nicht bauen, weil wir keinen Wrench haben. Ja, genau. Dann bau dir doch einfach einen Wrench. Als hätten wir Eisen. Ja. Nee. Nicht mal annähernd. Natürlich haben wir Eisen. Gerade ein Stack Brown Lemonite reingeschmissen. So, das heißt, ich brauche jetzt, glaube ich, noch einen Rod und drei Platten. Mich doch verarschen, hier ist keine Kiste. Okay. Oder haben wir eigentlich noch einen Pisten? Nicht, dass ich die ganze Zeit jetzt versuche, einen Pisten zu bauen. Einen Rohrschneider hat noch irgendwo einen übrig. Kann ich nicht Drüben in glauben. der Werkzeugkiste bestimmt. In der Werkzeugkiste? Ja, eine Einen Teile. Pisten. Einen Ja, nix, nix, nix Vanilla. eine Teile Sowas Kiste. von Vanilla rede ich nicht. Eine Teile Kiste. Ach so, ein Piston. Nee, ein Electric Piston ist das dann aber. Ah, Kiste gefunden. Oh, was habe ich denn noch bekommen? Nuggets und ein Inscriber-Dings und so. Ich komme nach Hause. Gut. Ja, dann kriege ich vielleicht auch meinen Ranch. Reichen dir 94 Eisen nicht aus zum Wrench bauen. Nee. So, du willst einen Wrench haben von mir. Ja, da in die So, Mitte von dem Table. Oder schmeiß es mir zu. brauchst du Clean Stone, sag ich hier, also Smooth Stone oder normalen Sky Stone? Quest, musst du nachgucken. Ist so, irgendwas Ja, hat die er ist mir. fertig. Oh Wo ist denn Gott. die? Stone Age. Stone Age noch. Noch ein Lootback Basic. Oh, was habe ich Wurden hier? noch Ein Quests XP. aufgemacht oder nicht? Nee, ne? Nimm mal einen Eimer. Eimer kriegen wir Vor dir aber. liegt noch komisches Zeug rum. Hilfe. Ja, Ich bin mir ist auch voll. voll. Ich Warte, will hier, nichts. Danke. Dolly. Oh, meine Rods. So, drei Stahlplatten.
Also ich habe jetzt 1, so, ich brauche jetzt von dir bitte ein Konvoier-Modul. 6 und ein bisschen Skystone. Ich weiß nicht wohin damit. Sucht in der Kiste. Habe ich gerade. Die Kiste, Filing-Kabinett, das brauche ich so, noch. Der muss dahin. Noch zwei Eimer. Wir brauchen Motoren. Motoren? Freue mich. Wieder. Du kommst dahin. Haben wir Zinnkabel? Isoliertes. Haben wir Licht draußen? Nein. Wir haben gar nichts. Alles aus. Haben wir Kupfer? Wir haben nicht mal mehr Kupfer. Nee, bin ich gerade auch am Durcharbeiten wieder. Ich tu mal die 40 das, was wir haben, einschmelzen. Start. 1. Wie gesagt, bitte Konvoier-Modul. Danke. Dein Lieblingsgerät, glaube ich. So, irgendwas hatte ich doch hier fertig. 4. Hatte ich jetzt. Ich habe doch gedacht, ich habe gerade Zinn reingeworfen. Soll dir nicht zu viel denken. Hattest du schon welche von dem Bronze Frame Box rausgenommen? Nee, ne? Ich habe gar nichts welche rausgenommen. Ja, nee, gut. Juhu, mittlerweile ist unser Tisch voll. Sorry. Gott sei Dank habe ich richtig gerade. Auch Rubber. Halt. So, wo hast du jetzt die Quest gesehen für den Steam-Ding? LV. Oder davor. Steam. Ja, Steam normalerweise. Hat ja auch was mit Steam zu tun. Ich brauche trotzdem das Konvoier-Modul. Naja, vielleicht kriege ich es irgendwann. Das Konvoier-Modul, wo soll ich das herhaben? Ja, bau eins. Du wirst es kaum glauben, ich baue das andere Zeug auch gerade. Hier war doch noch gerade Flint drin. Wo ist jetzt das Flint hin? Da ist es. Welches Konvoier-Modul brauchst du denn? Ich brauche ein Konvoier-Modul. Ein ganz normales. Was willst du denn bauen, bitte? Auto-Packer. Brauche ein Konvoier-Modul, LV. Immer noch. So, das habe ich auch. Dann brauche ich den Motor. Dann brauche ich die 2 Steel Gears. Ach Mist. Brauchen wir nicht, weil... Nein! Die Iron Rods sind alle weg. Ach so, Stahlplatte. Scheiße, ich brauche noch eine Stahlplatte. Ja. Ich hoffe, das eine reicht. Da kommt Nummer 4 ist im Regal, hoffe ich. Da, ja. Ja. Das heißt jetzt, ich brauche. Hammer und Cutter. Hammer und Cutter. Ich hoffe, dass ich das immer richtig in der Reihenfolge sage. Hammer und Cutter, jawohl. Ich räume das Zeug schon alleine weg, damit ich Platz in meinem Inventar habe. Quatsch. So, dann habe ich 2 Steel Rods. Habe ich nicht. Habe ich vielleicht welche gebaut? Natürlich nicht. Bitte 2 Stahl fertig sein. Bitte. Fast. Hier schon wieder alle. Komm. Nur noch ein Schluck. Jetzt komm schon!
So viel ist es nicht mehr. Ich sehe. Soll ich jetzt pusten oder was? Bin ich. Also ich sehe nicht, ich sehe, dass der komplette Pfeil ausgefüllt ist. Hallo, danke. Auch noch Iron Rod und zwei isolierte Tin Cables. Ich brauche Steel Rods. Oh, die Laser ist gerade im Beschlag. Gut. So, hab ich jetzt dann eigentlich alles für den scheiß Pisten? Nein, zwei Tin-Kabel brauche ich noch. Gut, dann mache ich die zuerst. Mach dir welche mit. Gut. Ups. Ich glaube, das war falsch. Was? Warum? Ja. Hat eigentlich trotzdem funktioniert so. So, guck's. Ach so. Ja, da brauchst du es dann ins Zinn. Oh, Scheiße! Nein! Hast du ihn jetzt schon wieder? Ich hab Stahlrade reingeschmissen. Nein! Ich hab doch... Stahlkabel. Und ich krieg nur 4 Nuggets raus. Das ist doch Scheiße! Irgendwo für werden wir die schon noch brauchen. Ja, ich brauche aber gleich 2 Stahlrotz. So ein Rotz. Ja, dann schmeiße ich jetzt die Dinge ein. Habe ich halt einen Nugget-Verlust. Aber Gott sei Dank habe ich noch einen übrig gehabt. Das blöde Feuerzeug. So. Da steckt 9 rein. Dann brauche ich das da. Dann das da rein, das da raus, das da rein, das da raus, das da rein. Aus rein, rüber, raus, runter, rauf. Ja, drin, drauf, drüber? Ja, genau. Okay, so. Eine Panzergrenadiere. So, Rods machen, so, bevor ich wieder anfange, Kabel herzustellen. Konvoier ist fertig. Konvoier ist fertig, sehr schön. Brauchst du noch 2 Tin Cable? Zwei Rotz. Noch ein Rott. Wir rotten uns zusammen. Oh, er hat's geschafft. So, ich brauche noch 3. Nee, das brauche ich nicht da. Davon. Das brauche ich da. Das brauche ich da. Jetzt werde ich bestimmt gleich kotzen, weil mir irgendwas fehlt. Die, glaube ich, waren da. Das war da. Genau, und die Platten, die habe ich Gott sei Dank auch schon. Und ein Auto-Packager. Ich hoffe, dass der mit GregTech funktioniert. Jo, funktioniert. Cool. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich das reinfüllen muss oder nicht. Only 3x3, bitte. Reicht das, wenn jetzt der daneben steht oder nicht? Nein, ich glaube, ich muss ihn reinfüllen und rausziehen. Haben wir nicht noch einen Hopper? Es gibt noch einen Hopper. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie das Ding mehr funktioniert. Das ist mein Problem. Haben wir noch irgendwo eine Kiste? 2. Brauchen wir mal schnell ein. Warte mal, ich glaube, das geht anders. Ich brauche 4 Holz, glaube ich. Ach, was meinst du? Das war ja links und rechts davon hinstellen, ne? Ja. Ich hoffe, dass das links und rechts auch so funktioniert, wie ich es gerade vorhab. Mit
hier und hier. So, Ja, dann probier dich. das ist doch Quatsch. Stell doch hier gleich die Goldkiste hin. Nein, ich will wissen, ob es überhaupt funktioniert. Bis jetzt aussieht nicht. Wenn einige bestimmt einen Lachanfall kriegen. Ja, Oh, doch, geht. doch. Rein hier raus und stell die blöde Goldkiste dahin. Richtig. Dafür habe ich es auch gemacht. Glück. Und diese Kiste kommt dann dahin. So. Und jetzt brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern, jetzt macht es die Maschine nämlich selber. Okay. Und wir haben noch was, was mir. Okay. Aber das Coole ist, es frisst RF und funktioniert mit Cracktech. Merkst du was? Ja, ein bisschen Friste, ne? Ja, aber bin ich ganz ehrlich, Ja gut, momentan packt er ja auch, hat er ja auch viel zu packen. Richtig. Er wird sehr weniger. Aber schau dir das mal an. Ist das nicht schön? Zack. Da denken wir nämlich nie dran. In 100 Jahren nicht. Aber wir müssen nicht um die 3x3, sondern... Doch, doch. 3x3 sind die 9er Felder. Das ist ja nur Tiny Pile. Wenn du Small Pile hast, also Small Pile hier, kann ich hier sowieso nicht rein. Die mache ich mit der Hand. Alles mit reinschmeißen, egal ob tiny oder small. Ja, oder so. Der craftet ja nur, du kannst ja nur, der macht dir nur ganze Dust draus. Weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher. Hast du es umgestellt? Doch, ja. Erst 2x2 und dann 3x3 macht er. So, das heißt, wir können dann auch die ganzen Dusts aus den anderen Maschinen einfach mal nehmen und hier reinschmeißen. Ach du, das ist ja richtig, das ist ja richtig nice. Hatte ich einen guten Einfall. Bei mir ging das nämlich, das ist ewige Gecrafte, nämlich auf dem Zeiger. Zack, 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 zack. Circuit Nummer 24, kommt wieder rein. Danke. Also dieses Stone Dust Zeug, das können wir irgendwann verwenden bis zum Abfallen. Irgendwann, wenn wir das wollten. Das Einzigste ist, was schade ist, das ist dieses komische, das Salz da nicht geht. Das Small oder Tiny? Tiny, dafür brauchst du einen Packager. Oh. Das ist ein bisschen schmalig, aber ist naja. Gut. Aber wenn es jetzt so einzelne Dust-Dinger sind, dann ist ja nicht so schlimm. Ja, aber alles andere wird jetzt verarbeitet und ist aufgeräumt. So. Das heißt, wir sehen auf einmal. Oh, schau mal, wir haben. Was wir schon alles da drin haben, jetzt auf einmal Kupfer. Wir haben wieder mehr Zink. Sphalerit. Oh, ist das schön. Mal Z drücken, dann wird es auch aufgeräumt. Und dann kann auch Rohrschneider So. sagen, ich habe auch Kupfer. Oder sonst weiß ich, dann kriege ich das auch. Gut. Aber mein Auto-Packager ist fertig. Somit ist auch die Folge fertig. Und ich schätze mal, der Strom ist auch gleich fertig. Machen wir noch schnell Strombefüllung, bevor ich Tschüssikowski sag. Jetzt. So, 18 Stück. Passt. Gut. Aber jetzt sage ich wirklich Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.